das Internet. Was ihr hier seht, ist eine grafische Darstellung des Karna-Botnets. Das Karna-Botnet ist ein Forschungsprojekt gewesen, und zwar hat sich jemand hingesetzt und geguckt, wenn so ein WLAN-Router wie, oder so ein DSL- oder Internet-Router quasi, so ein Anschlussgerät, das zwischen euch und der Telefonleitung und der Internetleitung steckt, ja, das ist so eine Fritzbox oder so eine Telekom-Box oder was auch immer für ein Ding das ist, wo euer WLAN rauskommt quasi und das Kabel aus der Wand hineinführt. Das wäre dann quasi euer Access Point zum Internet. In der Regel ist es ein DSL-Modem. Diese Geräte, die werden ja mit einer Fabrikeinstellung geliefert. Ja, die haben so eine Grundeinstellung, da ist so ein generisches Passwort und generischer Nutzername. Bei einigen ist es ROOT, also Root und dann nochmal Root oder Admin und 1, 2, 3, 4, 5. Bei manchen ist es auch so ein kleiner Sticker, der unten draufgeklebt ist seit Neuestem. Das Karna-Bot ist jetzt ein bisschen, das Karna-Botnet ist ein bisschen älter, dieses Projekt. Damals war das vollkommen üblich, dass die so einen Standard-Nutzernamen, Standard-Passwort hatten, die in der Anleitung drin standen. Und wenn man das Gerät dann einrichten wollte, dann hat man das an den Strom angeschlossen und eingeschaltet. Und dann stand in der Anleitung, ja, das sendet auf irgendeinem WLAN. Und Sie können jetzt sich einloggen, also Sie können sich mit dem WLAN verbinden. Da ist noch kein Passwort nötig oder manchmal ist es auch ein generisches Passwort und wenn Sie sich oder Sie verbinden sich direkt mit dem Kabel an dem Gerät, dann sind Sie sofort an dem Gerät dran. Und das war so der übliche Weg und dann geben Sie den Benutzernamen und das Passwort, wie es hier in der Anleitung steht, ein. Und dann steht in der Anleitung oft auch noch drin, dass man das Passwort dann unbedingt ändern soll. Aber auch nicht immer. Und das hatte aber zur Folge, dass Leute häufig das entweder ignoriert haben, wenn es da drin stand und das Passwort nicht geändert haben. Das blieb also dieses Standard-Fabrik-Passwort. Oder diese Anweisung stand gar nicht drin und Leute haben das dann nicht geändert und dann war im Zweifel nicht bewusst, was das bedeutet. Und er hat sich jetzt also hingesetzt und verschiedene Fabrikate sozusagen gesucht, die so Standard-Eingabedaten hatten. Ja, also Root oder Admin oder Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hat die alle zusammengeschrieben und dann hat er ein Programm geschrieben, das nach allen IP-Adressen im Internet fragt. Ja. Und sobald es eine IP-Adresse gefunden hat, quasi schreibt es diese IP-Adresse an und sagt, hey, ich bin dein Systemadministrator und mein Nutzername ist Root und mein Passwort ist Root. Und wenn das nicht geklappt hat, hat er gesagt, hey, ich bin dein Systemadministrator und mein Nutzername ist Admin und mein Passwort ist Admin. Und wenn das nicht geklappt hat, hat er gesagt, hey, ich bin der Systemadministrator und mein Nutzername ist Admin und mein Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ihr versteht, worauf das hinausläuft. Er hat also alle Fabrikeinstellungen einmal durchprobiert. Und irgendwann wird es halt bei vielen Geräten so gewesen sein, dass eine dieser Einstellungen dann ausreichte, um quasi Admin Zugriff auf das Gerät zu bekommen. Dann hat er sich auf dem Gerät installiert. Und sobald das Programm sich auf dem Router installiert hat, war die Aufgabe des Programms, erstens nach Hause zu melden, hey, ich bin jetzt online. Und zweitens nach weiteren IP-Adressen zu suchen, um zu fragen, ob er sich da als Admin installieren darf. Na, und so hat sich das Programm dann halt von selbst über das Internet verbreitet. Und irgendwann hat er dann quasi den ganzen Tag über aus den verschiedensten Orten der Welt so kleine Meldungen bekommen. Hey, ich bin online, hallo, ich bin online, hallo, ich bin online. Und das kam dann aus der ganzen Welt. Und das ist in dieser Grafik dargestellt. Ne? Der hat diese Informationen über die Weltkarte gelegt. Und zwar nach der Information der IP-Adresse quasi. Ist das jetzt eine IP-Adresse aus Berlin? Ist das eine IP-Adresse aus Delhi? Ist das eine IP-Adresse aus Kolumbien? Ja, und das kann man so ungefähr schon feststellen. Und es wird nicht immer absolut akkurat sein. Ja, also kann auch schon mal sein, dass man plötzlich in Frankfurt rauskommt, speziell wenn man das mit dem Handy macht. Aber so im Groben hat er ungefähr gewusst, welcher Rechner, also wo in der Welt ein Rechner gerade online war. Und das hat er dann dargestellt. Ja, also je roter, desto mehr ist los und je blauer, desto weniger ist gerade los. Und schwarz ist keine Rückmeldung. Und dieser Schleier, den ihr hier durchlaufen seht, das ist quasi der Tag- und Nachtzyklus. Ja, warum starten wir mit dieser Folie? Das Erste ist, hier ist natürlich sehr schön zu sehen, ja, dass man sieht quasi das Internet, so ein bisschen jedenfalls an seinen Endpunkten, wo es quasi
Schnittstellen mit der Welt hat, ja, mit den Leuten, die zu Hause so einen Router stehen haben und wie viel Aktivität herrscht. Man sieht aber auch, wie viel Unsicherheit und wie viel Informationen im Netz kursieren, ohne dass die Leute das wollten oder es auch nur wüssten. Und ich sehe das so ein bisschen mit einem weinenden Auge, auch wenn es ein sehr schönes Bild ist, weil es halt auch ein Zeichen ist dafür, wie viele Systeme ungesichert sind. Da hat sich jetzt viel geändert. Also wenn man jetzt so standardmäßig so einen Router jetzt bekommt, zum Beispiel so eine Fritzbox oder so, dann ist da halt unten ein Sticker dran mit einem spezifischen Passwort und einem spezifischen Nutzernamen für dieses Gerät. Und das ist einer der Gründe, warum das so ist. Und genau, also diese Rechner sind jetzt bestimmt auch nicht mehr so verfügbar und sehr wahrscheinlich jedenfalls nicht, also vor allen Dingen nicht alle von denen. Aber ich finde es eine sehr schöne Darstellung. Wir werden als Beispiel für die Kommunikation mit dem Internet, wenn wir immer wieder das Aufrufen von einer Webseite von Wikipedia, also einer Wikipedia-Seite auf einer Wiki-Seite quasi benutzen, um zu gucken, wie das funktioniert. Und wie ich das in dieser Veranstaltung grundsätzlich probiere, ist es so, dass wir uns das erstmal grob angucken und dann immer weiter ins Detail gehen. Ja, wenn eure Augen irgendwann glasig werden und ihr geistig auf Durchzug schaltet, ist das überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt dann entweder Fragen stellen, die euch wieder reinbringen, oder ihr könntet warten. Ihr könnt warten, weil ich dann irgendwann wieder von dem Detail wieder hochkomme in die Vogelperspektive. Genau, aber wenn euch technische Details interessieren, dann gehen wir halt stückweise immer tiefer rein. Fangen wir mal an. Das sind wir, ja. Wir haben einen Computer und das ist das Internet. Und auf der anderen Seite ist ein Host oder ein Webserver und der bietet etwas an. Ja, und in diesem Fall soll das der Wikipedia-Server sein. Und wir haben einen WLAN-Router, der uns mit dem Internet verbindet. Ja. Wir haben hier in unserem Rechner eine WLAN-Karte und dann haben wir uns mit dem Router verbunden. Und der Router ist mit dem Internet verbunden, auf magische Weise. Wir gucken uns das noch an. Und mit dem Internet ist außerdem noch der Wikipedia-Server verbunden. Und solange diese Verbindungen alle stimmen, bekommen wir die Seite von Wikipedia auf unserem Rechner angezeigt. Wenn die Verbindung nicht stimmt, dann kriegen wir keine Seite. Wenn die Verbindung stimmt, kriegen wir die Seite. Vielleicht geht auch irgendwas anderes schief. Möglichkeiten sind unbegrenzt, was technische Probleme betrifft. Genau. Aber wie komme ich denn überhaupt in das Internet rein? Ja, also hier ist das große Internet und da unten bin ich und ich will jetzt in das Internet rein. Wie funktioniert das? Gucken wir uns das mal an. Also wir haben jetzt so ein Mehrfamilienhaus, ja, mit vielen Wohneinheiten und da sind verschiedene Leute mit verschiedenen Computern drin und es gibt dann so einen Strang in der Regel, der in den Keller führt und mit dem die einzelnen Anschlüsse verbunden werden. Und unten im Keller, da laufen die dann alle zusammen und werden dann an Anschlüsse, die der Dienstleister bereitstellt, ja, also da führen dann so, oft sind es quasi, wenn man von den letzten Metern spricht, dann sind das hier die Leitungen quasi, das sind die letzten Meter, die münden dann quasi hier in so einen Verteilerkasten und an diesem Verteilerkasten werden dann die Leute angeschlossen. Und wenn jetzt zum Beispiel, die werden in der Regel alle der Telekom gehören quasi, diese Verteilerkästen schon, also es ist nicht zulässig, dass man an diesen Verteilerkästen rumspielt, weil das Eigentum der Telekom ist. Und wenn jetzt ein anderer Dienstleister kommt, zum Beispiel O2 oder so, oder keine Ahnung, halt solche, dann ist es so, dass die von der Telekom quasi diesen letzten Meter mieten und sagen, hey Telekom, ich habe hier einen Nutzer, nämlich den hier oben, und den würde ich gerne unser Netzwerk anschließen und dann muss die Telekom quasi diesen letzten Meter zur Verfügung stellen. Und die Firma kann dann halt quasi gucken, wo das Kabel von dieser Person in dem Patch-Panel rauskommt und das dann da anschließen. Ja, so ein Verteilerkasten, der sieht dann ungefähr so aus. Ja, das ist ein riesiger Kasten. Hier kommt so ein Strang Kabel rein. Das werden die Kabel von dem quasi von der Telekom sein oder von dem jeweiligen Dienstleister. Und hier, das werden die Kabel sein, die aus dem Haus kommen. Ja, alt und ranzig. Schön und orange. Genau, das ist dann so das Panel, mit dem kann man die dann alle anschließen und verbinden. Genau. Auf der Straße
haben wir dann nochmal so einen Verteilerkasten und von diesem Verteilerkasten geht es dann quasi, geht dieses orangene Kabel, das wird dann quasi aus dem Haus in diesen kleinen Kasten. Und deswegen ist es manchmal so, dass quasi ein Techniker kommt zu euch. Und warum eigentlich so? Also es kommt ein Techniker, also es wird gesagt, es kommt ein Techniker und 2 Stunden später wird gesagt, der Techniker war da und ihr habt nichts mitbekommen. Das liegt daran, weil er hier schon die ganzen Anschlüsse quasi verbinden konnte, soweit es nötig war, oder hier ein Problem beheben konnte in diesem Verteilerkasten außen. Genau, und dieser Kasten, der ist dann mit einem Server verbunden, der führt dann quasi direkt zu einem dicken großen Computer von der Telekom zum Beispiel oder auch von einem anderen Dienstleister dann, und dieser riesige Computer von der Telekom, der ist dann mit dem Internet verbunden. Und der stellt diesen ganzen Rechnern dann quasi über diesen Umweg den Anschluss ins Internet zur Verfügung. Mal so schematisch gesprochen. Oft ist es auch so, dass zum Beispiel in dem Gebäude, wo die Telekom ihre Server stehen hat, da gibt es dann einen extra Raum, wo dann zum Beispiel andere Dienstleister wie O2 oder Vodafone ist jetzt Kabel Deutschland, genau, aber wo dann halt andere Dienstleister darstellen quasi, ihre Rechner, ihre Server aufstellen können und dann ihre eigene Verbindung quasi ins Internet von dort aus den Menschen zur Verfügung stellen können. Genau, also hier ist deswegen auch die Debatte erlaubt, inwiefern das nicht auch Aufgabe der Gesellschaft ist, quasi diese letzten Meter Anschluss quasi zu liefern oder zumindest dafür zu sorgen, dass Private das tun und das halt jetzt im Rahmen zum Beispiel der Umstellung auf Glasfaserkommunikation auch passiert. Genau, und diese IP-Adresse 911.98.174.192, das wäre dann zum Beispiel eine offizielle IP-Adresse des Telekom-Servers im Internet, aus dem man den erreichen kann, über die man quasi den Telekom-Server dann erreichen kann. Und über den Telekom-Server, wenn man die IP-Adresse von einem dieser Hausanschlüsse hat, kann man diese Hausanschlüsse dann erreichen. Cool. Okay. Nochmal zurück zu unserem Beispiel. Also, wir haben gelernt, es gibt unseren Rechner, es gibt einen WLAN-Access-Point, Modem, ja, und an diesem Modem, da ist dann quasi meine Verbindung zu dem Telekom-Server, jetzt mal beispielhaft gesprochen. Innerhalb des Telekom-Netzes bekommt mein Modem, ja, mein DSL-Modem zum Beispiel, bekommt dann eine IP-Adresse zugewiesen. Ja, also der hat selber die IP-Adresse 911.198.174.192 und weist meinem Modem die IP-Adresse 911.198.174.193 zu. Wenn ich jetzt mich an mein Modem anschließe, dann gibt mir dieses Modem eine Heimadresse. Dies für sozusagen Leute, die sich ein bisschen mit dem IP-System auskennen, sage ich mal. Also wenn man das so ein bisschen kennt mit den Adressen, mit der Adressvergabe, 192.168.172 stammt aus dem Bereich von IP-Adressen. Ja, es gibt dann so einen Raum von IP-Adressen oder so eine Reihe von IP-Adressen, die sind für den Heimgebrauch gedacht, für quasi private Netzwerke, die nicht direkt ins Internet verbunden sind. Und das wäre dann eine IP-Adresse aus diesen privaten Adressen. Die kennt nur der Router. Und nur der Router, das mache ich nochmal kurz weg, und nur der Router benutzt diese IP-Adresse und nur der kennt diese IP-Adresse. Nach außen ist unser einziger Berührungspunkt mit dem Internet dieses Modem. Ja. Dieses Modem ist unser einziger Berührungspunkt mit dem Internet und ist auch das einzige Gerät quasi aus unserem Netzwerk quasi, wenn man von zu Hause aus schaut, ja, und ich sitze jetzt an meinem Rechner und da habe ich das DSL-Modem, das ist das einzige, was im Internet eine IP-Adresse hat. Das hat aber auch im Internet eine IP-Adresse, ja, also da muss man sich schon bewusst sein. Und zwar, in diesem Fall wäre das zum Beispiel 911.198.174.193 und da über diese IP-Adresse wäre der dann auch wirklich erreichbar übers Internet. Ob er Anfragen und Befehle aus dem Internet annimmt, wenn jemand diese IP-Adresse haben sollte, hängt vor allen Dingen davon ab, ob ich in den Einstellungen von dem Modem das erlaubt habe, ob ich gesagt habe, hey, wenn von draußen irgendwie eine Anfrage kommt, ob jemand dein Admin sein darf und ein Virus installieren darf, dann sag bitte nein. Das ist so die Standardeinstellung. Wenn aber irgendwas schief geht oder wenn es ein altes Gerät ist, wo das noch nicht so berücksichtigt wurde, dann ist es so, dass man damals davon ausgegangen ist, naja, wenn man von außen mal das System administrieren will oder von außen das WLAN irgendwie verändern will oder so, dann ist es doch gut, wenn man von außen auf das Gerät zugreifen kann, solange man einen Nutzernamen und Passwort gibt. Ja. Wenn dann
Nutzername und Passwort noch die Standardeinstellungen sind, dann passiert halt sowas wie mit dem Kana-Botnet. Genau. Aber jetzt mal grob gesprochen, das ist quasi unsere IP-Adresse im Internet, darüber sind wir erreichbar und wir sagen jetzt, hey Telekom-Server, ich habe eine Anfrage für den Wikipedia-Server, leite das bitte weiter. Also unser Rechner sagt, hey Modem, ich habe eine Anfrage an den Wikipedia-Server, mein Computer verpackt es als kleine Internetpakete, ja, IPv4-Frame, quasi als TCP-Frames und verschickt die dann an das Modem und das Modem leitet die dann weiter an den Telekom-Server und der Telekom-Server sagt, warte mal, Wikipedia, wo ist denn das? Wie ist denn da die IP-Adresse von dem Wikipedia-Server? Weiß ich gar nicht. Dann wird der Domain-Name-Server gefragt. Und was macht der Domain-Name-Server? Die Aufgabe vom Domain-Name-Server ist, wann immer mir jemand eine URL, also eine Internetadresse quasi gibt, www.wikipedia.org zum Beispiel, dann gibt der Domain-Name-Server die passende IP-Adresse zurück. Ja, und der Telekom-Server weiß zum Beispiel, wo sein eigener Domain-Name-Server steht und da fragt er mal nach. Und bei Wikipedia wird er das wahrscheinlich schon selber wissen. Im Zweifel fragt er aber seinen eigenen Domain-Name-Server. Wenn es was Esoterischeres ist, ja, was jetzt nicht so oft benutzt wird, dann kann der Telekom-Domain-Name-Server auch noch bei der DNIC nachfragen, die diese Informationen dann für alle Webadressen zur Verfügung stellt. Und da kann man dann fragen, falls man da noch nicht ganz klar ist. Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen, weil das peinlich war, weil ich URL nicht ausformuliert habe. URL ist der Uniform Resource Locator. Ja. Und dient dazu, mit quasi Buchstaben und Ziffern und teilweise Sonderzeichen, also U-Umlaut und sowas, Server direkt zu identifizieren. Genau. Genau. Und jedenfalls über diese Fragekette kommt man halt an diese Information. Und wenn der Telekom-Server dann rausgefunden hat, wie die IP-Adresse von dem Wikipedia-Server ist, dann kann er über das Internet sagen, hey Internet, ich hätte gerne dieses Paket mit einer Anfrage für eine konkrete Webseite an den Wikipedia-Server weitergeleitet und der hat die IP-Adresse XYABC123. Ja, oder in diesem Fall vielleicht 35, 125, 212, 190 oder so. Und an den wird es dann weitergeleitet. Das heißt, sobald diese Pakete sich erstmal auf den Weg begeben, dann spielt die URL, also diese Webadresse, die wir mal eintippen, gar keine Rolle mehr, sondern es geht nur noch um die IP-Adresse. Der Wikipedia-Server bekommt dann dieses Paket mit der Anfrage, hey, zeig mir doch mal die Wikipedia-Seite an, auf der die Informationen zum Beispiel zum Uniform Resource Locator stehen. Und der macht dann ein Paket fertig, in dem alle Informationen drin sind, die nötig sind, um die Webseite anzuzeigen, auf der das erklärt wird, und schickt das zurück und dadurch erscheint dann die Wikipedia-Seite auf meinem Rechner.